Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video machen wir einen Parfümtest. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett for free. Und wenn du Bock hast, schalte auch gerne die Glocke ein, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich selbstverständlich auch. Wenn du Bock hast, check mich auch gerne auf Instagram ab. Dort gibt es eher so privatere Einblicke von mir, als auch einige Fashion-Posts. So Leute, das heutige Video wird wieder gesponsert von dem Parfüm-Abo Nummer 1 aus Deutschland von Unique You. Falls du noch nicht weißt, was Unique You ist, check eines meiner letzten Videos ab, denn da erkläre ich ganz genau, was Unique You ist und du kannst mit Unique You perfekt herausfinden, welcher Duft zu dir persönlich passt. Jetzt nochmal ein kurzes, wie Unique You funktioniert. Unique You ist das Parfüm-Abo Nummer 1 aus Deutschland. Bei dem hast du die Möglichkeit, aus über 250 verschiedenen Düften zu wählen. Und dir wird jeden Monat ein neuer Duft zugeschickt in einem sogenannten Twist-and-Spray-Zerstäuber. Und das Parfüm, was da drin ist, passt perfekt für einen Monat. Also du kannst einen Monat lang einen Duft testen. Und wenn der Duft dir gefällt, ja, dann behältst du den Duft. Und wenn er dir nicht gefällt, bekommst du am nächsten Monat wieder einen Duft deiner Wahl zugeschickt. Und das Geile daran ist, dass es neben den Klassikern auch wirklich Designer- und Nischendüfte gibt, die so teilweise im Handel gar nicht erhältlich sind. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr nice Konzept. Und falls du dich dann für einen Duft entschieden hast und dich total verliebt hast, ja, denn das Motto ist, erst daten, dann verlieben. Falls du dich dann in einen Duft verliebt hast, dann hast du die Möglichkeit, diesen Duft auch bei Unique You zu bekommen. Und das Coole daran ist, dass dein Abo-Beitrag, dein monatlicher Abo-Beitrag, dann mit dem Originalduft verrechnet wird. Also ein mega cooles Konzept. Und falls du jetzt noch ein Geschenk brauchst, ja, für deine Liebsten oder für deine Liebste oder als Weihnachtsgeschenk, hast du jetzt auf jeden Fall auch eine gute Idee. So Leute, und heute machen wir eine Parfüm-Challenge und Unique You hat mir einige Düfte zur Verfügung gestellt und die wollen wir doch heute mal testen. Und zwar mache nicht ich das, sondern ich habe mir tatkräftige Unterstützung dazu geholt von der wunderbaren, einmaligen, abartig gut aussehenden Franziska. Hallöchen. So, also hast du denn... Dein Näschen funktioniert das? Das ist relativ klein. Ja. Die Nase ist relativ klein. Aber dafür sehr gut. Aber sehr gut. Okay, ich bin gespannt. Ja. So. Womit legen wir los? Erstmal, du musst dich entspannen, ja? Du bist nicht entspannt. Du bist sogar rot. Guck mal, du bist sogar rot. Weil die Kamera an ist, ist sie jetzt ganz rot geworden. Sie ist sehr aufgeregt, ja? Sehr aufgeregt. Also, wir starten mit Duft Nummer 1. Machen wir jetzt Parfüm Nummer 1. Ich schau mal drauf. Okay. Ich sag noch nicht, welches es ist. Nicht, dass du jetzt hier voreingenommen bist. Ich sag doch zunächst. Oh, das ist gut. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, also 1 ist ganz schlecht und 10 ist Bombe, darfst du 1 bis 10 vergeben. Also es riecht sehr männlich, aber nicht zu aufdringlich. Okay. Also ich glaube, es ist schon, wir wollen das Pulver schon nicht, also... Ja, was willst du für eine Note geben? 8. Eine 8? Ja. Okay. Gut. Eine 8 für Aqua Alps Oud 3333. Und Oud ist übrigens ein Inhaltsstoff, der sehr teuer ist und deshalb ist auch nur in sehr teuren Parfums. Also 8 Punkte für Aqua Alps Oud 3333. Vielleicht ist es auch trois. You never know. Oh, tres. You never know. So, das nächste Parfüm kommt. Ich sage jetzt mit Absicht nicht, wie das ganze Parfüm heißt. Upsa. Nee. 1 bis 10. An der Person kann es vielleicht gut riechen, aber an dem Stäbchen nicht. Deswegen würde ich eine 5 geben. Eine 5. Okay, ich habe es extra nicht gesagt, denn sie hat diesen Duft mal Kanakenduft genannt, ja? Das ist, doch, das hast du wohl gemacht. Das ist Parfüm Somali Leighton, ein persönlicher Lieblingsduft von mir. Ich habe extra nicht vorab gesagt, was, weil ich wusste, dass es dir nicht gefällt. Deshalb habe ich nichts gesagt, aber dann 5 Punkte für Parfüm Somali Leighton. So, kommen wir zum nächsten Duft. Und zwar, jetzt sage ich auch weiter, was es ist. Der nächste Duft, da haben wir Tom Ford Noir. Noir. Noir, das ist eigentlich immer schwerere Düfte, ne? Der ist gut. Der ist ein bisschen schwer, so männlich, aber auch nicht aufdringlich. Das ist auch gut.
Schwer, nicht aufdringlich, männlich. Ja, aber nicht für den Alltag. Es ist schon nur, also schon für die Nacht. Okay. Würde ich jetzt 6 Punkte geben. 6? 6,5. Ne, volle Punktzahl, komm. Ja. Dann 6. 6 Punkte. 6 Punkte für Tom Ford Noir. So, das nächste Parfüm kommt von, schauen wir mal drauf, dass ich das auch richtig ausspreche, Atelier Cologne Cèdre Atlas. Cèdre Atlas? Cèdre Atlas, wahrscheinlich nicht. Aber egal. Hauptsache, das also riecht gut. Warte. Er kommt fast hier raus. So. Also, by the way, habt ihr gerade gehört, Unigue, ja, bei dem Zerstäuber kommt perfekt. Ja, also da kommt raus? Perfekt auch so zum Zerstäuben, also nicht zum Spritzer. Ja, das hat der Gründer von Unigue mir übrigens gesagt, dass die perfekt dazu entwickelt worden sind, weil bei manchen Parfums hast du es nämlich, dass es nicht so gut rauskommt, ja, ja, der Duft. Das ist, das ist übrigens auch ein sehr guter Vorteil bei Unigue, ja, dran denken. Lass mich mal riechen. Erinnert mich ein bisschen an mein Light Blue. Oh, stimmt, ja. Deswegen ist es sehr gut natürlich. ein Zitrusduft für den Sommer finde ich mega. Für den Alltag 9 Punkte. 9? Ja. Echt jetzt? Ja. Okay, 9 Punkte für Cèdre Atlas. Ne, wie hieß das nochmal? 9 Punkte für Atelier Cologne Cèdre Atlas. Nächstes Parfüm ist von Aqua Alps 2828. 2828, ja, ist doch scheißegal. Auf jeden Fall Aqua Alps 2828, so kann man es auch sagen, ja. Hoppa. Oh, ich muss mal gucken, wenn man hier Richtung spricht. So. Oh. 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 Ja. Ich finde es immer schwierig an den Duftstäbchen. Ja, ich meine, es ist also klar an der Haut, also bei einer Person riecht es natürlich immer anders, aber wir machen es gerade hier so, damit wir es objektiv wie möglich machen können. Finde ich nicht schlecht. Okay. Gut, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde 6 Punkte geben. Man müsste es an der Person riechen, aber an sich. Okay. Weißt du, wie das riecht? Das riecht nach Schwimmbad. Ja, nee, es sieht aus wie Schwimmbad. Es sieht aus wie Schwimmbad, ja. Und es riecht wie ein Schlumpf. Also, Aqua Alps, 2828. Wie viele Punkte würdest du geben? Ich glaube, 6. 6 Punte für Aqua Alps 2828, wie auch immer ihr es sagen wollt. Ich muss sagen, aber bis jetzt war noch keins dabei. Next one. Das ist nicht schlecht. Das ist auch gut, ja. Es war noch keins dabei, was richtig schlecht war, denn Unigue achtet nämlich darauf, dass wir nur gute Düfte haben, weil da ein Hugo Boss Bottle dazwischen zu haben, ist jetzt nicht so, weißt du. Ist im Mainstream. Genau. Sondern wirklich Designer- und Luxusdüfte gibt es bei Unigue. Und jetzt kommt der nächste. Das ist. Riecht nach Zitronengarten. Nach Zitronengarten? Okay. Ich sage auch dieses Mal extra nicht, was es ist, weil du sonst zu voreingenommen wärst. Nee. Also es riecht nach, darf ich ehrlich sein? Ja. Nach Toilette. Nach Toilette? Nach so einem Duft. Ode Toilette. Nee, nach so einem Duft. WC. Ist ein WC-Duft? Ja. Also es riecht halt sehr nach Zitrone, aber halt nicht richtig nach Zitrone, sondern dieses... Es ist so ein Allrounder, der eigentlich tagsüber immer geht, wie ich finde, aber... Ich finde, es riecht nach Klo. Okay, ein Duft nach Klo, ja. Es ist ja, Romeo on the Rocks von Philly and Phil. Allein der Name, ja, ist Programm. Romeo on the Rocks, Philly and Phil, wie viele Punkte würdest du geben? 5. 5 Punkte für Romeo on the Rocks von Philly and Phil. So, das nächste Parfüm ist von Eccentric Molecules Molecule One. Das kennst du wahrscheinlich. Das hat nämlich jemand, den wir kennen. Genau, richtig. So, gucken wir mal, was du dazu sagst. Noch gerecht. Riecht nicht, irgendwie. Ich kann nochmal rauchen. Aber das hat das Molekül ist ja eigentlich. Super. Du sprichst überall, nur nicht da, wo es hin soll. Man riecht nichts. Krass. Aber dafür ist es ja da, das Molekül. Okay, wir machen das jetzt mal. Wir testen das Ganze jetzt mal bei mir. Also das Molekül ist eigentlich, es reagiert mit der eigenen Haut und man selber riecht es nicht. Und es dient auch, also du kannst es auch unter einem anderen Parfum benutzen, um das zweite Parfum... Ja.
Also. Riechst du was? So. Doch, doch. Ein bisschen. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's, ja, ein bisschen. Ja. Aber. Minimal. Also, kein Mensch würde das riechen, es sei denn, man nimmt. Sehr, sehr wenig, ja. Also, hier rieche ich es immer noch nicht. Aber hier. Es riecht so ein bisschen holzig. Ein bisschen, ja. Ja, das riecht aber eigentlich nicht schlecht. Aber dafür, dass es an der Haut halt gar nicht riecht, kann ich es halt schon wenig, ja. Nicht bewerten. Man Molecule One, was würdest du geben? 4. 4 Punkte, okay. 4 Punkte für Molecule One. So, last but not least. Von Parfums de Mali, Pegasus. Ja, Hatten wir nicht auch davon de Mali gerade? Hatten wir schon eins dabei, ja. So, Pegasus von Parfums de Mali, den letzten Duft von heute, den wir von Unigyu zur Verfügung gestellt bekommen haben. Was sagst du zu Pegasus von Parfums de Mali? Das ist sehr süß. Findest du? Ja, süß. Ja, ist auch ein bisschen orientalisch, so in die orientalische Richtung, findest du nicht? Also mir gefällt es gar nicht. Wir müssen dazu sagen, ja, sie hat auch wirklich einen komischen Geschmack. Ja, deshalb steht sie auch neben mir. Nein. Einen eigentlich ganz guten Geschmack, dachte ich. Nee, 2 Punkte. 2 Punkte für Pegasus von Parfums de Mali. Holy shit. Okay, alles klar. Alright, dein Lieblingsparfüm aus dieser Serie war tatsächlich das... Direkt das erste. Das erste, ja. Oder? Was war das nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Warte. Ich habe jetzt so viele Gerüche. Aqua Alps und... 33333. Mit dem Ut. Ut. Ja, Aqua Alps Ut hat dir am besten gefallen. Darf ich nochmal dran riechen? Selbstverständlich. So, weil es dir so gut gefallen hat, ja, werde ich dieses Parfüm jetzt auch direkt. Jetzt darfst du an mir riechen. Okay. Ja, war eine gute Wahl. Das riecht echt gut, ne? Ja, das war. Und stimmst du mir zu? Ich stimme dir in diesem Fall ja tatsächlich zu. Aber stopp. Heißt nicht, dass sie immer recht hat, weil ich finde Parfums de Mali Layton auch einen sehr, sehr geilen Duft. Und ich hätte jetzt Pegasus auch nicht so krass downgegradet. Also Pegasus hat von meiner Seite auch ein bisschen mehr Punkte verdient. Aber am Ende des Tages, wir haben ja eine unparteiische Meinung jetzt hier eingeholt. Ja? Von daher sage ich ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst. Dein kleines Näschen hat das sehr gut gemacht. Also Leute, ich werde auch nochmal alle Parfüms ausführlich detailliert rezensieren auf meinem YouTube-Channel. Also macht euch bereit auf noch einige Parfüm-Rezensionen von mir. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Madame hier, ja, wenn ihr diese Madame hier noch ein, zwei Mal öfter sehen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und Entschuldigung, was machen Sie da unten? Also, wenn ihr noch Bock habt auf weitere Parfüm-Videos und wenn ihr Bock habt, dass Franziska noch ein paar Mal mit dabei ist, dann schreibt es in die Kommentare. Macht's gut, bis dahin. Peace. Out. Peace. Out. Du musst Peace machen. Bis dahin, macht's gut. Peace. Out. Yes!